Die zweite Aussage. Kühe müssen dauerhaft schwanger, beziehungsweise trächtig heißt es ja eigentlich, gehalten werden, um Milch zu geben. Das ist falsch. Kühe tragen genau wie wir Menschen circa 9 Monate und bekommen circa alle 13 Monate im Schnitt ein Kalb. Dies stellt aber keineswegs einen Eingriff in die natürlichen Trächtigkeitsintervalle von Rindern dar. Wie ganz viele andere Tierarten bekommen auch Boviden, also Hornträger, zu denen auch unsere Kühe gehören, einmal im Jahr Nachwuchs. So setzen beispielsweise auch die wildlebenden Wisente oder andere Wildtierarten wie Rehwild und Co. einmal im Jahr, solange wie sie gesundheitlich fit und damit auch fruchtbar sind. Der Vorwurf, Kühe entgegen der Natur ständig trächtig zu halten, ist damit also haltlos. Kühe stehen außerdem 2 Monate trocken, das heißt, das ist die Zeit kurz vor der Geburt, wo die Kuh keine Milch gibt. In dieser Phase wird die Kuh nicht gemolken und engmaschig vom Landwirt oder der Landwirtin betreut. Sie steht dann, wie hier zu sehen, mit weiteren hochtragenden Kühen in der Gruppe in einem Strohstall, der täglich frisch eingestreut wird, um den Tieren eine keimarme und komfortable Umgebung zu bieten, was vor allem wichtig ist, wenn das Kalb geboren wird. In dieser Zeit kann sich der gesamte Organismus der Milchkuh regenerieren. In dieser Phase wird außerdem auch die Fütterung so angepasst, dass der Verdauungsapparat der Kuh gut auf die gesteigerten Energieumsätze nach der Geburt vorbereitet ist und keine Stoffwechselerkrankungen wie beispielsweise Ketose eintreten. Die Anpassung der Fütterung dient aber natürlich auch dem Kalb im Mutterleib, damit es im letzten Trächtigkeitsabschnitt optimal mit Nährstoffen versorgt wird, um sich gesund entwickeln zu können. Teil 3 unseres kleinen Faktenchecks folgt in den nächsten Tagen.